Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, der letzte Part war richtig chaotisch. Wir hatten so viele Einheiten, wir hatten sicher 500 Leute besiegt und ungefähr 6 Truppen. Und wir konnten Veluca nicht aufhalten. Jetzt wird Veluca halt eingenommen und mit dem Emer. Tja, wenn die Svadien irgendwo im Chaos sind, tja, kann man nichts machen. Aber schaut mal diese Überlegenheit. Die übertreiben einfach. Was ist denn nur los? Wieso kommt Svadien nicht, wenn sie belagert werden? Haben die alles? Ja. Haben die alles, aber sonst nichts im Kopf, oder was? Naja. Ach, Svadien hat zu viel Geld. Pech. Es ist niemand hier, also. Wir verlieren Veluca und Emer. Tja. Hau ab. Verzieh dich. Genau, gut. Ja, sehr loyal. Sehr gut. Noch ein Gelber. Wie süß. Tschüss ab. Auf die Flucht. Wir haben so viel Kriege jetzt. Es ist übertrieben. Wahrscheinlich ist es auch extra so gemacht. Ja, Graf Place, du musst da nicht. Komm schon, du hast 25 Einheiten. Komm schon. Jetzt wollen natürlich alle einen Kuchen abhaben. Genau. Tötet die. Nur die töten. Haben sie aufgegeben? Ich glaube, sie haben aufgegeben. Nicht bei mir. Ja. Jetzt wollen die ganze Zeit natürlich mich bekämpfen. Jetzt, komm. Jetzt! Wir haben es wirklich geschafft, hä? Ja, jetzt reg doch nicht auf, die Scheißfenster. Ich hab's nicht angeklickt. Wieso sind die so schnell? Ach, herrje, ja, hau ab. Nein, hau ab, habe ich doch gesagt. Pfeifen. Das sind alles nur Pfeifen. Die haben von jedem Scheißdeck Angst. Da kommt noch ein 72er. Was ist jetzt los? Werde ich eigentlich vom eigenen Reich verjagt? Wisst ihr was? Ich werde mich wirklich unabhängig machen. Weit mehr geht's nicht. Ich sammle jetzt so viel Ehre, dass ich ungetrost ein Reich regieren kann und belagere dann eine Burg. Ja, eine Stadt ist wichtiger. Soll nicht so gut zu beschützen, aber eine Stadt ist wichtiger. Wir nehmen Veluca ein oder so. Nein, ich denke, ich nehme Wachig ein. Stellt euch mal vor, ich bin dort oben ganz alleine auf dieser Halbinsel. Ja, also ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Jetzt werden noch die Soldaten angegriffen. Pfeifen. Jetzt werde ich noch so von so vielen angegriffen. Sich ab. Hä, sehr gut.
Ich habe mich darauf gefreut, euch wiederzusehen. Eure Tricks werden mich nicht ein zweites Mal foppen. Es ist natürlich wieder er. Eure Gewinsel und Gnade wird Musik in meinen Ohren sein. Ergebt euch oder sterbt. Frecher Hundling, ich werde euch zerquetschen. Ja, dann zerquetscht mich mal. Hallo? Nicht schon losrennen und nicht lecken. Sehr viel trinken. Das braucht Kraft. Ach, wie süß. Da sind sie schon. Ich habe eine volle Truppenstärke. Ich habe sie nicht verloren in diesem Spiel. Aber das ist ja mal mega unfair, hä? Ich kann wieder niemanden angreifen. Das Spiel ist einfach kacke in diesem Sinne. Auf diesem Sinne ist das Spiel richtig kacke. Man muss so viel kämpfen übrigens auch. Habe ich gar nicht gewusst, dass man so viel kämpfen muss, wenn man nur ein Dörfchen belagert, hat. Und wird immer wieder belagert. Ja, gut. Dann suche ich mal jemand anders aus. Sehr schön. Ja, die Rodoks nerven immer mit ihren Fernkämpfen, hä? Sogar ein Nahkampf ist noch hier. Schalalalala, la 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 la. So. Jim Hira. 5 Ansehen. So. 70. Ja, geht gut. Jetzt seht ihr immer wieder halt neu laden. Aber anders geht's nicht. Das Spiel lernt nicht. Entweder ist es immer sau dumm und ihr müsst neu laden, damit es sau gescheit ist oder einfach auf eurer Seite ist und fertig. Und ja, die Truppen haben aufgegeben, mich zu belagern. Prima. Gehen wir nochmals zum Dorfzentrum. Ja, leider momentan ist es recht langweilig. Ich entschuldige mich dafür, dass es einfach so nur verteidigen ist. Du hast keine Einheiten gesehen und wer ist gerade weggerannt? Gut. Wie viele Stunden noch? Noch 7 Tage. Ja. Das schaffen wir auch noch. Dann sind wir ein bisschen... Dann können wir ein bisschen weiter weg wieder. Ja. Derim von Rodok. Wie ist der Derim? Wie weit gehen die nach oben? Die werden alles vernichtet, wenn wir nicht mehr gegen Ork im Krieg sind. Hier wird alles vernichtet. Aber natürlich haben wir halt immer wieder ein bisschen Pech. Wir können selber nicht mitkämpfen. Und ich finde, jetzt sind wir sowieso momentan wieder sehr gut im Geschäft. Und wir können... ja, sehr gut. Hier mal ein bisschen aufräumen. Kleiner Feintrupp. Ist mir eigentlich jetzt momentan auch ein bisschen egal. Ja, wir haben nur eine Nacht übersprungen. So, einfach gewartet. Almerat wird nicht länger belagert. Aber schaut Leute, das ist auch blöde gemacht, wenn die arme, lange
Marschalltruppen so extrem lange brauchen, um irgendwo hinzukommen. Es ist klar, es muss halt auch langsam sein, relativ, weil es ja viele sind. Aber es kann doch nicht sein, dass die Leute nicht kommen, um uns zu helfen, oder? Ich lieb's einfach, ich kann dem Dorf so viel helfen, wenn ich hier einfach die ganze Zeit kämpfe. Ich bin einfach jetzt momentan einfach so ein bisschen zu sehr am Dorf, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich verdiene noch nebenbei genug Geld. Stellt euch mal vor. Stellt euch das mal vor. Ja, ja, Bauern. Ihr habt viel Chancen. Ihr seid strohdumm. Lieber taktisch kämpfen. Yeah, schon besiegt. Emir Hamasan von Nordhuskar, das bringt's. Das ist doch gut. Hat 4 Ansehen ertrunken und 8 Moral. Wie viel Moral mich noch haben? 1000. Ja, der schafft's natürlich zu fliehen. Es ist doch immer gleich. Eieiei, ich bekomme langsam die Wut von diesem Spiel. Auch von Floys Mod, der ist nämlich viel, viel strenger noch. Viel, viel stärker. Leute, jetzt hört doch auf, ständig hier herumzutanzen. Immer ist hier jemand. Es wird nicht. Ich beschütze es auf Leben und Tod. Eieiei. Ja, ja, Rayadin haben sie wieder eingenommen. Oh, ist das schlimm. Von Sarah. Ist doch eine gute Abkürzung, oder? Ja, haben Sarah. Eben. Ja, Sarah, Sarah. Wir haben Sarah. Oh, 28 Deserteure. Besiegt die doch bitte. Einfach kurz dorthin gehen und sie besiegen. Die haben ja nur 89. Boah, jetzt haben sie 89. Hatten sie vorher schon 89? Ich glaube schon. Graf Glaze, ja, ja. Ich habe so einen Noob geheiratet, damit ich einfach mal es schaffe, ein Dorf zu bekommen. Bekam dann dank ihm doch noch ein Dorf. Aber, ja, das Problem war, er ist der größte Noob. Muss man jetzt den besiegen? Ah, yeah. Oh. Graf Rochebart hat ein bisschen Nachsehen. Hau jetzt ab. Ihr werdet alle vernichtet. Schwerstens vernichtet. Ja, ich muss ein eigenes Reich machen, weil ihr seht's. Man kann selber nicht gut verteidigen. Wir müssen eine Stadt einnehmen oder so. Ich denke, wir machen am Anfang eine Burg. Eine Burg ist doch ganz oben links bei Wachek. Die nehmen wir ein. Und gehen dann ja, die einfach beschützen, bis wir Wachek einnehmen können. Burg Alburg. Burg ist es. Ja, so ist ungefähr das Richtige. Aber wir müssen uns vorbereiten. Das wird ein paar Parts gehen. Jo, hau ab. Brathähnchen, Schweinefleisch.
So, jetzt müssen wir nochmal wegen der Quest schauen. Ja, ja. Ach ja, das war jetzt leider nur zum Feinde anlocken und nicht zum Verbündeten anlocken, aber ja, ist natürlich sehr wichtig. Weißt du, Feinde anlocken, man hat natürlich keine Feinde, nie. In diesem Spiel hat man nie Feinde. Ja, jetzt regt euch nicht auf, ja, Edin, bist du aber fein. Oh, cool. Ja, die Truppen, die gehen hier hin und her und wir gehen rundherum. Haringott, ja, jetzt sterben wir sowieso aus. Ah, Veluka, oh, jetzt sterben wir aus. Ich würde euch sowas von besiegen. So, jetzt. Nein. Wie viel kommen? Gut, wir sind ohne sie. Was ist jetzt los? Saran ist es, Sultanat hat niemanden zu bekämpfen, also gehen sie auf mich los. Das Spiel ist unfair auf der obersten Schublade. Das ist nicht normal. Glaub's ja nicht, hey. Und die Bauern sind auch im Weg. Wow, super. Du bist einer der Kumpanen, hä? Edelsleute. Ich kann immer noch nicht Edelsleute nennen. Und keine edle Leute. So haben die KI nicht irgendwie ein bisschen einsehen, dass ich da kämpfe und ein bisschen weggehen kann. Einfach nur ein bisschen weggehen. Aber KI ist strunzdumm. Ja, ja. Die haben so viele. Muss ich ihn besiegen, wenn alle anderen nicht können. Dann muss ich auch besiegen. Die anderen haben einfach zu langsame Waffen. Aha, jetzt noch mehr gekommen von der Seite. Okay. Wer ist das? Aha. Ich bin gar nicht besiegt, oder was? Ein Ortuskal. Oh nein, getötet worden. Keine Ahnung. Boschetour. Ansehen 8. Ihr seid nun mein Gefangener. So. Mal befördern, hä? Alle befördern. Klingenschüsse natürlich. Firentis. Jetzt bist du ja auch wieder fit im Säckel. Ja, Waffenmeister.
Müsste ein bisschen Intelligenz haben. Nein, wir müssen hier machen. Einhandwaffen. Das war für Entis scheinbar. Was hast du eigentlich? Schlachtaxt, rostig. Kommst du mit jetzt? Ist gut jetzt? Ja. Also, ja, wird ein kürzer Part, weil ich jetzt ja das Mikrofon und so kaufen muss. Ja, ich bedanke mich. Genau um diesem Zeitpunkt muss ich aufhören. Jo, also Dankeschön und tschüss. Hallo.